mitben állunk. Baloldalt alattunk vannak az ókeresztény sírkamlák területei, a Cella Szeptőre látogató központtal, ami már azért van zárva, mert a fényfesztivál installációit építik ott, de az ókeresztény mauzóleumot mindenképpen ajánlom a Szent István tér alsó részén megtekinteni, nagyon szép 4. századi ókeresztény sírkamrával. Az ókeresztény sírkamrák miatt lett Pécs világörökségi helyszín. És most a Múzeumok utcáján haladunk végig, ahol minden ház múzeum. Jobbra van a Sár Erzsébet Múzeum, balra lesz majd a szabadtéri színpad, jobbra a Sárga Ház, a Vazereli Múzeum, és azzal szemben pedig a Zsolnai Múzeum. Jetzt in die Rindermuseumsgasse, das ist die sogenannte Kapitelgasse, aber das wurde verstaatlicht in den 50er Jahren, so sind in allen Häusern Museen eingerichtet worden. Der linken Seite, das ist die Freilichtbühne und eine Gemäldegalerie, auf der rechten Seite ist die Bergbauausstellung mit dem Vazereli Museum, mit dieser modernen Ausstellung, empfehle ich für den Nachmittag auch, wie auch das Zsolnai Museum auf der linken Seite. Das ist das älteste Haus der Stadt und von der Zsolnai Porzellanmanufaktur kann man sehr schöne Ausstellung sehen. Die Porzellanmanufaktur wurde also in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. A Zsolnai gyár történetéből egy nagyon szép kiállítást tekinthető meg itt a Zsolnai Múzeumban. Zsolnai gyárat a 19. század közepén alapították. És nagyon sok zsolnai kiállítás van a Zsolnai negyedben is, ahova majd később is nézünk. Most visszamegyünk a Széchenyi térre. Jobbra-balra ez a Szent Mór iskola központ, ez egy katolikus iskola. De linken und rechten Seite, das ist das Heilige Maurus Schulzentrum, das wir gerade verlassen haben. Dort war ich mehrere Jahre lang Deutschlehrerin. Wir haben viele religiöse Schulen in der Stadt. Unter uns ist ein großes Kellersystem, ungefähr 50 Kilometer langes Kellersystem ist unter uns. Und jetzt führt dieser Weg zum Heiligen zum Széchenyi Platz. Wir sehen den hinteren Teil der Moschee, der jetzigen katholischen Kirche mit der Heiligen Bartholomäus Statue und Glockenturm. És ismét itt vagyunk a Széchenyi téren a dzsámi mögött. Mint említettem, ez már nem dzsámi, de így hívjuk, csak a török korban volt dzsámi. Most lemegyünk a Széchenyi téren. Jobb oldalt a Nagy Lajos gimnázium mellett haladunk el, vagy megnézhetjük, hogy milyen szépen újjáépítették a teret 2010-re, az Európa Kulturális Fővárosa évre. Der rechten Seite ist ein Gymnasium, das ist das Ludwig der Große Gymnasium, der auch die Universität in Pécs gegründet hat, und auf der linken Seite sehen Sie dort den Schönert Neuerten Széchenyi Platz. Wie gesagt, im Jahre 2010 hat der Széchenyi Platz das heutige Aussehen bekommen. Jetzt keine Autos, keine Asphaltstraße, sondern alles so mit schönen Steinen für die Fußgänger. Wie gesagt, die Dreifaltigkeitssäule ist da und die Reiterstatue von János Hunyadi, und auf der linken Seite ist das Rathaus zu sehen. Balra városházát látjuk, Mária Terézia monogramjával a címerben, mert ő nevezte ki Pécset szabadkirályi várossá, majd balra a Zsolnai kút mellett haladunk el az irgalmas templom előtt. De linken Seite sehen Sie den Zsolnai Brunnen vor der Barmherzigen Kirche. Der Zsolnai Brunnen ist das Produkt der Zsolnai Porzellanmanufaktur, wir werden dort noch vorbeifahren. Und jetzt fahren wir in der Barmherzigen Straße. Und dieses Krankenhaus auf der linken Seite gehört zu dem Barmherzigen Orden. Ez most az Irgalmasok utcája, baloldalt a kórház, az Irgalmasokhoz tartozik. Diese Straße wurde auch zum Kulturhauptstadtjahr 2010. So schön erneuert. Tehát ezt az utcát is 2010-re az EKF, Európa Kulturális Főváros évére újították fel. Balra a Kossuth térre érkezünk, és a Kossuth tér végén pedig ott van a zsinagóga, az gyönyörű zsinagóga romantikus stílusban, das ist der Kossuthplatz, und ganz hinten ist die Synagoge zu sehen. Und hier ist durch die Passage sehen wir das Hauptpostamt mit Zsolnai Kerámik. Ez még egy szép passzás, végén a főpostával érdemes oda elsétálni, mert a főpostán is nagyon szép zsolnai kerámiák vannak. Itt, ahol most megyünk, itt volt régen egy városkapu, tehát tulajdonképpen átmegyünk a középkori városfalon. Irvai-Früherrenstadttól, also wir fahren jetzt theoretisch durch die mittelalterliche Stadtmauer. Also hier kann man keine Reste mehr finden, und von den Stadttoren sehen wir auch keins. Aber wir haben schon einige Mauerreste um die Basilika herum gesehen.
Tehát a városfalakból egy nagy rész a bazilika körül lehet megnézni, itt most nem. És visszatérünk a Kossuth térre, és jobbra lesz majd a zsinagóga. Jetzt fahren wir zum Kossuth-Platz zurück, und auf der rechten Seite werden Sie dann die Synagoge sehen. Also zum Kulturhauptstadtjahr wurde der Kossuth-Platz schöner, naja, dort ist auch die Selbstverwaltung. Kossuth war also der große Revolutionär. Und rechts sehen Sie in romantischer Stil die Synagoge aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Früher waren hier 4 Millionen, ungefähr 3 oder 4.000, aber sie wurden nach Auschwitz deportiert und ungefähr ein Zehntel ist zurückgekommen. Balra van az önkormányzat épülete, jobbra pedig a zsinagóga. Még a 19. században sokkal több zsidó volt Pécsen, kb. 3-4 ezer zsidó, de a II. Világháborúban Auschwitzba deportálták őket, és alig egy tizedet ért csak vissza. Ez volt az úgynevezett zsidó negyed, itt volt iskola, volt öregek otthona, kórház, és sok lakóház. Hát most már csak egy pár száz zsidó van. Jetzt haben wir nur ein paar hundert Juden. Das war das sogenannte jüdische Viertel. Und jetzt fahren wir zurück zum Széchenyi Platz. Und wir werden am Zsolnai Brunnen vorbeifahren. Pécs ist auch die Stadt der Krankenhäuser. Links ist auch mal ein Krankenhaus. Es gibt viele. Und dann folgt igen.